Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Schokimonogi Daily, also eure Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 24. September haben wir ein Geburtstagskind des Tages, Sascha. Ja, und ich weiß nicht, warum der Christian das so steif vorträgt, aber... Das ist mein Anflug von Seriosität. Seriosität, ja. Heute Geburtstag am 24. September hat Jim Henson. Jim Henson, 1936 geboren, wurde 53 Jahre alt und ist Erfinder der Muppet Show. Genau. Muppet Show und, was hat er noch gemacht? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall diese Kermit-Geschichten, Miss Piggy und sowas und Grobi, glaube ich, hat er auch gemacht. Grobi? Nee, weiß nicht. Nee. Was hat er noch gemacht bei Muppet Show? Ah, hier, Waldorf und Stettler und so. Den Beaker. Das ist, ja, und ja. Schweine im Weltall! Genau. Die Muppet Show, Klassiker. Ja. Jim Henson heute vor 1 Million Jahren geboren, 1936. Am 24. September 2002 wird Angela Merkel Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Da lache ich mir noch einen Ast. Die Mutti. Die Mutti, da muss sie. Mutti. Ja. Wenn sie wenigstens da mal gegrinst hätte. Aber ja. Die grinst ja immer so. Mit dem Mundwinkel nach unten. Angie. Mutti. Falls du das hier siehst, wovon ich schwer ausgehe. Ja, wovon ich einfach mal ausmuss. Schreib mal einen Kommentar hier rein. Ne? Und nicht, dass das wieder hier der Pressesprecher der Bundesregierung ist. Nee, nicht der Pressesprecher, nicht der Seibel, wie er heißt da, keine Ahnung. Seidel, Seibel, sei simpel. Das machst du schon selbst, Angie. Ja, am 24. September 1990, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wenden sich offiziell von der Polygamie ab. Schade eigentlich. Infolgedessen kommt es zur Abspaltung, welche die Polygamie teilweise bis heute noch leben. Also, pass auf, also die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage, so heißt das. Die Glaubensgemeinschaft heißt so, das ist irgendwie so. Mhm. Ja, so. Und die wenden sich offiziell der Polygamie ab. Mhm. Polygamie sagt man auch Vielehe. Filet. 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 Ja, ich hab's nicht, ich hab's verstanden. Du möchtest ein lustiges Wort aus Filehe machen, ist schon klar. Filet. Filet. Ja. Also ganz viele Filets. Filet, ja. Ganz viele Filets. Filet. Filet. Also wenn du ja, hab ich verstanden. Okay, komm zum Punkt. Das war der Punkt schon. Okay, gut. Ja. Ja gut, war Doppelpunkt schon. Doppelpunkt. Ja, das war heute der 24. September. Christian, das muss ich dir sagen, also wirklich... Immer wieder schön mit dir. Ich bin aufgeregt. Warum? Ich habe morgen Geburtstag. Du hast morgen Geburtstag? Ich habe morgen Geburtstag. Mensch! Also wenn ihr mir gratulieren, übertrieben wertvolle Geschenke und sowas zukommen lassen wollt, ne, fühlt euch da nicht irgendwie bedrängt. Oder fühlt euch willkommen. Fühlt euch willkommen, ja. Morgen am 25. September habe ich Geburtstag und ich freue mich über jedes wertvolle Geschenk. Ja, jedes Geschenk hier, über 20 Euro. Das hier eintrifft zu meinen Ehren. Ja. Dankeschön. Aber es wird ein bisschen knapp. Hättest du vor 2-3 Tagen schon aufrufen müssen. Da müssen die Leute halt mal jetzt, ist noch, also eher nachdem man das guckt, dann, ne? Nee, aber... Autohäuser haben noch offen. Expressversand geht. Ja. Kurierdienste kann man genau. Losschicken. Ja, also lasst, ihr könnt euch ins Auto setzen und mir das vorbeibringen hier. Also, ne? So ein Impressum findet ihr dann, wo ihr es am besten abgibt. Ja, genau. Hier, ne? Ja, hoffentlich kommt überhaupt was, ne? Ja. Hoffentlich kriegst du überhaupt was. Hoffentlich gratuliert irgendjemand dir. Hier, lass mich doch da draußen nicht hängen, ne? Cheerio, Miss Sophie. Gute.